Der Reitlinger Heimatortzeiger präsentiert Meisterwerke der Filmgeschichte in ihrer verschollenen Urfassung mit schwäbischer Originaltonspur. Jetzt auf DVD und Videokassette. Zum Beispiel: In einer beschaulichen Kleinstadt am Fuß der Schwäbischen Alb versucht sich ein junger Mensch seinen Traum zu erfüllen. Einmal in seinem Leben will der Otto auf ein großes Rockfestival. Hans-Peter, komm, ich frage jetzt meinen Vater, ob wir aufs Headbanger-Festival auf die Alp dürfen. Vergiss es, das erlaubt er dir nie. Quatsch, das erlaubt er auf jeden Fall. Das erlaube ich auf keinen Fall. Auf das Headbanger-Zeug, da gehen doch bloß drogensichtige Bombenleger nach. Du bleibst daheim und hilfst deiner Mutter beim Geschirrspielen. Aber so leicht gibt der Otto et auf. Hilfst du mir, Onkel Rolf? Weißt du, ich habe aus dem Yps-Heft sogar einen Backstage-Ring fürs Headbanger-Festival und da steht drauf, dass sie das Jahr die geilste Lightshow aller Zeiten haben und brutal viel Spezialeffekte. Und als Headliner spielt halt Manfred Manson. Ich muss da unbedingt nach. Ich schwätz mal mit deinem Vater. Horst, jetzt lassen halt da nach. Ja, wegen mir. Ich hätte mir halt gewünscht, dass der Volksmusik hört und nicht so Indianergeschrei. Aber auf der Alp sind auch noch andere gegen die Durchführung von dem Headbanger-Festival. Wenn ihr euer scheiß Rockkonzert durchzieht, dann erinnert uns von der Lohas-Vereinigung Sigmaringen gegen euch. Aber wir haben schon über 30.000 Eintrittskarten verkauft. Ach, das ist doch uns scheißegal. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, ihr elendige Scheiß-Ökos. Immer geht's gegen die Heavies. Die Headbanger-Typen sind voll okay. Aber die vertrampelt immer der ganze Bärlauch im Wald. Dabei gäbt es so ein gutes Pech, du. Aber die Veranstalter können sich durchsetzen. Jetzt müssen wir aber Gas geben, die machen der Eilass schon zu. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, Otto. Mit deinem Backstage-Ring kommen wir da auf jeden Fall noch rein. Also los! Nein, warte mal! Sag mal, habt ihr so einen Backstage-Ring aus dem Yps? Könnt ihr mich bitte mit reinnehmen? Die haben mich nicht reingelassen, weil ich aus Balingen komme und ich tät doch sogar Manfred Manson sehen. Hey, bitte echt, hey, ich schenke euch auch mal Manfred Manson-T-Shirt. Hans-Peter, was sagst du, soll man mit Nein nehmen? Was? Ich lass mich doch nicht mit meinem Balinger blicken. Aber denen muss man doch auch helfen. Hey, brutal, super geil, du bist echt in Ordnung, hey. Manfred Manson. Aber leider haben die Konzertveranstalter ihre Rechnung ohne die Lohas-Bewegung Sigmaringen gemacht. Erleben Sie jetzt die Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Meisterwerk in der schwäbischen Urinterpretation. 18 Stunden Rock'n'Roll-Abenteuer auf 12 Videokassetten. Meisterwerke der schwäbischen Filmgeschichte, präsentiert vom Reitlinger Heimatortzeiger. Jetzt überall im Laden erhältlich. Und wenn Sie den Scheiß illegal im Internet runterladen, kriegen Sie gratis ein Weckle mit Bärlauchpesto dazu.